Brüder und Schwestern in Christus, heute ist der Aschermittwoch und wir versuchen, uns neu auszurichten, neu anzufangen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Nur ich habe früher immer den Fehler gemacht, dass ich vielleicht die Fastenzeit ein bisschen anders gesehen habe. Dass ich jetzt etwas groß für den Herrn opfern muss, damit irgendetwas Großartiges in meinem Leben passiert. Ist nicht ganz verkehrt, aber ich glaube, es geht in der Fastenzeit doch um etwas wesentlich Wichtigeres, um etwas anderes als eben das. Und was ich mir denke, hat eine Freundin von mir zum Ausdruck gebracht. Sie hat so einen Satz gesagt, und ich habe ihn ein bisschen abgewandelt. Und der würde jetzt so lauten, das Gegenteil von Überfluss ist nicht der Mangel, sondern ein übervolles Herz, also überfülltes Herz. Und das ist, glaube ich, die richtige Einstellung. Das ist das auch, was der Herr seinen Jüngern im heutigen Evangelium sagt, dass sie vor allem darauf schauen sollen, dass sie ihr Herz offen auf das Wirken Gottes haben, damit es auch von seiner Liebe erfüllt werden kann. Deswegen tadelt er die Pharisäer, dass diese Äußerlichkeiten, auf die sie großen Wert legen, nicht so wirklich von Bedeutung sind. Es geht um das Innerste von Menschen, um diese Bereitschaft. Und andererseits, was der Satz, den ich jetzt gesagt habe, auch betrifft, also dass der Überfluss nicht das Gegenteil vom Mangel ist. Ja, also es geht darum, auf diesen Überfluss zu verzichten, nicht damit es uns an irgendetwas mangelt in unserem Leben. Also ich will das auch nicht für mich, dass ich jetzt einen großen Mangel spüre, weil ich anfange zu fasten. Dieses Gefühl kann man zwar aufopfern in irgendeiner Intention, aber das ist mir persönlich nicht so wichtig. Wenn es dir wichtig ist, ist auch gut, ist auch katholisch und schön, aber mir persönlich ist dieses überfülltes Herz ein Anliegen. Ein Herz, das offen ist, das sehr viel bekommt und das nur nach mehr, noch mehr schreit. Herr, gib mir einfach mehr von dem, was dich ausmacht, was deine Liebe ist, damit ich dich loben, dich preisen kann in meinem Leben, damit diese Fastenzeit nicht eine derbe Zeit wird, eine Zeit, wo man mit sich selber hadert, weil mir hier und dort an etwas mangelt und es fällt mir schwer, auf den Kaffee zu verzichten oder auf den Alkohol oder was weiß ich, aufs Internet oder keine Ahnung, worauf du verzichten möchtest, sondern es geht wirklich darum, dass das Herz von Gott erfüllt wird, von seiner Liebe, von seiner Gegenwart. Und das wünsche ich echt allen, die da versammelt sind, damit wir uns auf seine Gnade, auf seine Liebe, aufs Neue öffnen. Und wenn man die Fastenzeit auf diese Art und Weise begeht und feiert, dann bin ich davon überzeugt, dass diese Zeit auch reiche Frucht bringen kann.